In der heutigen Folge geht es mal um eine Aktion, die erst morgen stattfindet. Aber ich wollte es nicht in das morgige Video packen, denn im schlimmsten Falle hättet ihr das erst spät abends angeschaut, das Video, dann wäre alles vorbei gewesen. Also sehen wir es einfach mal als Ankündigung, und zwar für die Earth Hour, die Stunde der Erde. Das ist ein Klimaschutzprojekt, wurde vom WWF ins Leben gerufen im Jahre 2007, und zwar in Australien. Hintergrund war, dass die Luftverschmutzung, ich glaube in Sydney war das, exorbitante Werte angenommen hat, CO2-Ausstoß jenseits von Gut und Böse. Und da sollte mit der Earth Hour mal darauf hingewiesen werden, Leute, geht mal ein bisschen sorgsamer mit dem Klima um. Was passiert da bei dieser Aktion, die mittlerweile weltweit läuft, also auch in Deutschland und mit Sicherheit auch irgendwo bei dir in der Nähe oder sogar in deiner Stadt? Es wird abends das Licht ausgeschaltet, und zwar an diversen Sehenswürdigkeiten. Das soll ja auch irgendwo wirken. Ja, wenn Lieschen Müller zu Hause bei sich das Licht ausschaltet, dann hat das eher weniger Symbolcharakter. Aber wenn natürlich Wahrzeichen und weltbekannte Bauwerke plötzlich dunkel sind nachts, dann hat das schon einen gewissen Effekt. 20:30 Uhr geht es am morgigen Samstag los, weltweit, also 20:30 Uhr hier in Deutschland, und jedes Land dann natürlich je nach Zeitzone, das ist auch klar. Es beteiligen sich sehr, sehr viele Städte daran. Die jüngste Zahl, die ich gefunden habe, das war die aus dem Jahre 2016. Da waren es weltweit 7000 Großstädte. Ja, und dann waren eben solche Wahrzeichen wie Big Ben in London oder was auch immer man sich so vorstellen mag, einfach mal eine Stunde lang dunkel. Also haltet mal Ausschau, morgen 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr werden diverse Städte ihre großen bekannten Bauwerke und Sehenswürdigkeiten abschalten. Also die sind dann dunkel. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Es gibt da auch eine Kritik. Natürlich gibt es Kritik an dieser Aktion. Kritik kommt auch von Umweltschützern. Ja, man höre und staune, aber das ist eigentlich meistens so in solchen Kreisen. Eine gute Idee wird dann meistens so lange zerredet, bis man uneins darüber ist, wie man es dann nun am besten angeht. Jo, kennt man auch bei anderen Themen. Jo, da geht es den Menschen wie den Leuten. Aber darauf soll es mir nicht ankommen, sondern es gibt noch einen anderen Kritikpunkt, den will ich mal ein klein wenig entkräften. Einige Leute sind der Meinung, na Moment mal, wenn jetzt weltweit überall die Sehenswürdigkeiten im Dunkeln sind, also die Scheinwerfer abgeschaltet werden, dann könnte es ja passieren, dass das Stromnetz aus dem Tritt kommt. Und dann gibt es vielleicht einen flächendeckenden Stromausfall, dann haben wir aber eine Earth Hour, die wir uns so nicht vorgestellt hatten. Naja, ganz so extrem ist das nun auch nicht. Wie viel Strom verbraucht denn so eine Beleuchtung, um jetzt einfach mal, sagen wir, einen Kölner Dom anzustrahlen oder auch mal in England halt Big Ben, nannte ich vorhin schon. Wie viel Strom braucht man da? Das ist vernachlässigbar gering, wenn man sich überlegt, dass vielleicht irgendwo in der Nachbarschaft eine Fabrik ist, die mehrere Megawatt dadurch pfeift, dann sind ein paar Kilowatt, heute ist ja auch alles auf LED-Scheinwerfer ausgelegt, das fällt nicht wirklich ins Gewicht, ob man das überhaupt merken kann. Vielleicht schaue ich morgen mal vorbei auf netzfrequenz.info, da müsste man es ja sehen, 20:30 Uhr, ob dann irgendwann vielleicht der Zeiger nach oben geht. Denn die Last lässt ja nach, zack, müsste die Netzfrequenz nach oben gehen. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ihr könnt das gern auch mal beobachten, 20:30 Uhr morgen, ob da irgendwas passiert. Ich denke nicht. Ich werde mal Ausschau halten, ob diverse Bauwerke bei mir in der Nachbarschaft vielleicht auch irgendwann mal dunkel sind. Ich bin echt mal gespannt. Also, begebt euch einfach mal auf Entdeckungsreise. Schaut mal, wo bei euch in der Nähe die Sehenswürdigkeiten im Dunkeln sind zur Earth Hour 2018. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin.